Endlich. Oh, das ist der Sohn. Es gibt so viele davon. Die sind ziemlich neu. Wer war das? Milo? Dieses Gemälde. Das sind der Träger und seine Beschützerin. Sie kommt nur auf diesem hier vor. Ja, und? Wurde diese Kapelle ihr gewidmet? Der Beschützerin. Elia war bloß eine Lückenfüllerin. Das war ihre Funktion innerhalb des Ordens. Sie wollten sie bestrafen. Sehen wir unten nach. Wo zum Teufel ist Milo? Weiß ich nicht. Elia ist wichtiger. Eine Gruft? Da ist nichts. Bist du sicher? Beschütze einen, beschütze alle. Das ist von der Beschützerin. Der Orden hat sie hier eingesperrt. Eine schöne Dynastie von Schwachköpfen ist das. Bitte pass auf. Vielleicht ist da eine Spinne drin. Dieses Ding. Schon wieder. Sie ist wütend. Sorgt sich um den Träger. Er ist so jung. Sie will ihn zurück und sie weiß, wohin sie ihn gebracht haben. Das Heiligtum. Der Palast. Die Festung. Die Karte. Dorthin brachten sie ihn. Warte. So leicht ist das? Hier so einfach unter der Karte? So einfach. Ihr Vermächtnis ist das. Für die nächste Beschützerin. Sicher. Das ergibt Sinn. Wie auch immer. Ein weiterer Tag in deinem Leben. Gehen wir zurück zur Karte. Wir wissen immer noch nicht, wo Milo ist. Naja, sein Werk schien ohnehin vollendet zu sein. Erwidert. Hat dir mein Opfer gefallen? Ich kann dir helfen, ja. Ich habe Männer, Sklaven. Du hast sie aber getötet. Für dich? Die Gräfin, sie bezeichnet sich als Mutter, aber du brauchst keine Mutter. Du brauchst Diener. Sag mir nicht, was ich brauche! Nein!
Milo getötet! Natal, sie kommen! Versteckt euch! Pass auf Hugo auf! Sie haben Milo abgeschlachtet! Hierher! Wir brauchen jeden einzelnen Wart! Tötet das Mädchen! Los! Siehst du einen Ausweg, Sophia? Nein, noch nicht! Ihr habt alles ruiniert! Dafür werden wir böse! Ihr macht einen Fehler! Kämpfen!
Du! Hör auf, Sophia! Es kommen immer mehr! Ich kann sie aufhalten, Amicia! Du machst gar nichts, Kleiner! Ich beende das Ego, verstanden? Ich muss, koste es, was es wolle! Sie wird bald müde! Tötet sie! Recht, Milo! Dieser blöde Ort sollte mir helfen. Aber ich bin noch krank. Es ist sogar noch schlimmer. Hugo, sieh mich an. Hugo, sieh mich an. Sophia. Wieso die Tränen? Weil du sicher gehen wirst. Meinetwegen. Ganz ruhig. Jetzt hör mir mal zu. Ihr beide seid wirklich einzigartig. Und aus irgendeinem dummen Grund kann ich euch gut leiden. Und das, obwohl euer Leben gerade echt scheiße ist, oder? Macht mir aber nichts. Auch die seltsamsten Dinge geschehen aus irgendeinem Grund. Seefahrergeschichten sind voll davon. Und jetzt? Solltest du dich endlich beruhigen und auf die Erwachsenen hören? Klar? Und du bist keine verfluchte Armee. Er sieht zu dir auf, ja? Und wenn dein Todestrieb seiner wird, dann passiert das hier. Und das wird wirklich Folgen haben. Also, wirst du bleiben? Sag es nicht zu laut. Dankeschön. Ihr könntet mich eigentlich ablösen. Sie sind überall. Amicia, die vielen Menschen. Es ist meine Schuld. Ist es nicht. Wir alle wissen, was passiert ist. Nur keine Sorge. Gehen wir zur Karte. Deswegen bist du hier. Das ist alles bald vorbei, Hugo. Die Ratten wollen das nicht. Sie sind glücklich so. Die verdammten Ratten können zur Hölle fahren. Sie werden sich wehren. Das sind dumme Tiere, Hugo. Wir sind drei starke und schlaue Menschen. Ich weiß nicht. Sag mir, zu welchem Feuer du gehen möchtest. Ich ebne dir den Weg.
Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bei mir! Hey, lass gut sein! Na gut. Kannst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Vorsicht, es ist kaum noch hell. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt in meiner Nähe. Du kannst aufhören. Geht klar. Kannst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir! Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt in meiner Nähe! Wir werden euch helfen! Das reicht, hör auf! Natürlich! Es ist vorbei. Weg hier. Kommt. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir. Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo. Der Wagen. Ja, er wird uns schützen. Da ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen.
Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt bloß alle im Licht! Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt Acht! Lass gut sein. Na gut. Dieser Wagen könnte helfen, oder? Den Weg, Sophia? Bleibt in meiner Nähe! Da! Überlebende! Du kannst aufhören. Gebombt. Wir werden euch helfen! Nein! Lasst sie! Bitte! Meine Güte! Warum? Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei! Weg hier! Kommt! Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo. Der Wagen. Ja, er wird uns schützen. Da ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Bloß alle im Licht! Da! Überlebende! Mach uns den Weg! Wir werden euch helfen! Nein! Nein! Lasst sie! Bitte! Meine Güte! Warum? Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei! Weg hier! Kommt! Das wird aufhören! Es ist zu spät! Alles ist ruiniert. Hugo. Der Wagen. Ja, er wird uns schützen.
Da ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt in meiner Nähe! Bahnst du uns den Weg, Sophia? Das reicht, hör auf! Wir werden euch helfen! Nein! Nein! Lasst sie! Bitte! Meine Güte! Warum? Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei! Weg hier! Kommt! Das wird aufhören! Es ist zu spät! Alles ist ruiniert! Hugo! Der Wagen. Ja, er wird uns schützen. Da ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Lass es! Geht klar. Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo. Der Wagen. Ja, er wird uns schützen. Da ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Vorsicht. Es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Sophia, bahne uns den Weg! Du kannst aufhören. Na gut.
uns den Weg, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Fahrst du uns den Weg, Sophia? Wir werden euch helfen. Nein! Lasst sie! Bitte! Meine Güte. Warum? Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei. Weg hier. Kommt. Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo. Der Wagen. Ja, er wird uns schützen. Da ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bloß alle im Fall! Nein! Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt in meiner Nähe! Zu nah. Wir werden euch helfen! Nein! Nein! Lasst sie! Bitte! Meine Güte! Warum? Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei! Weg hier! Kommt! Das wird aufhören! Es ist zu spät! Alles ist ruiniert! Hugo! Der Wagen? Ja, er wird uns schützen! Da ist was am Boden! Ein Balken! Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen.
Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bloß alle im Licht! Das reicht, hör auf! Natürlich! Und los! Bleiben wir nah dran! Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir! Ah! Oh, das war knapp. Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bloß alle im Licht! Hey, lass gut sein! Geht klar! Geschafft. Die Karte. Der Träger. Er ist der Schlüssel. Aber das ist alles so alt. Er ist schon lange tot. Etwas wird übrig sein. Etwas, das dich retten wird. Ist egal, was mit mir ist. Sag sowas nicht. Du bist alles. Hey, wie wär's, wenn ihr beide aufhört, euch selbst zu quälen? Das ist die Hölle, ja, aber wir haben eine Spur. Also reißen wir uns zusammen. Sie hat recht, Hugo. Uns bleibt keine Wahl. Ich weiß. Es gibt bestimmt Überlebende. Der Palast ist wie eine Festung. Stimmt. Es ist die Pflicht des Grafen, seinem Volk Schutz zu gewähren. Ja. Er ist ein Ritter. Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt in meiner Nähe! Lass es! Na gut. Na los! Kannst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir! Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt in meiner Nähe! Bleibt bloß alle im Licht! Da oben, da ist es! Du kannst aufhören. Gebombt. Ab nach oben! Hoch, jetzt! Verstanden. Wir sind da. Endlich. Unfassbar, es war genau vor unserer Nase. Und Basilius? Wo bist du? Wo versteckt man den wertvollsten Schatz? Unter der Erde. Ja, er muss da unten liegen. Die Karte könnte der Eingang sein. Machen wir sie kaputt? Ich schätze schon. Diese Insel war für mich immer nur ein Punkt auf der Karte. Tja, wir wussten ja nicht mal, dass es sie gibt.
Komm, hoch mit dir. Geh bitte zurück, ja? Bereit? Bereit. Das war so befreiend. Arme Kate. Ja, das ist wirklich schade, denn sie war sehr alt. Ja. Komm. Ein Durchgang. Er wurde versiegelt. Versiegelt gegen was? Sehen wir nach. Oh. Das ist es. Kommt! Es ist zu dunkel. Die Dunkelheit fürchtet sich auch vor dir. Etwas Licht, und sie ist weg. Komm, wir finden das Licht. Seht nur, der führt irgendwo hin. Wir sind da. Ich spür's. Hier war schon lang niemand mehr. Lass mich nicht los. Nein, keine Sorge. Halt, da passiert irgendwas. Es wird dunkler. Bitte nicht. Ich mache Licht. Ja, bitte. Was zur Hölle? Seht nur, wie groß dieser Ort ist. Was ist das? Eine Art Tempel? Sieht ganz so aus, ja. Da, auf dem Boden. Wieder das Symbol des Ordens? Ja, hier sind wir richtig. Basilius ist hier. Irgendwo. Was ist das? Da war etwas drin. Das ist schon lange weg. Gehen wir weiter. Seht euch die Tür an. Meine Güte. Was ist hier passiert? Brandflecken. Hier ist etwas explodiert. War das ein Unfall? Ich glaube, das wurde absichtlich gesprengt. Ja, jemand wollte da unbedingt rein. Gehen wir weiter. Hier war noch eine Explosion. Das Tor ist zerstört. Das war bestimmt sie, Elia. Sie entkam aus der Kapelle. Sie hat all das zerstört? Sie wollte Basilius zurückholen und hat sich den Weg freigekämpft. Wir sind ihr auf der Spur. Da ist eine Lücke. Gehen wir mal durch. Wir gehen wirklich hier durch? Keine Angst, das hat Jahrhunderte gehalten. Noch tiefer. Hoffentlich kommen wir ihr hier auf die Spur. Werden wir sehen. Hier geht's runter. Alles klar. Ein Erdrutsch. Sie hat hier ja alles komplett auf den Kopf gestellt. Sie hatte Angst um Basilius. Aus gutem Grund.
geklemmt. Hey, diese Tanks. Sie enthielten griechisches Feuer. Ist das nicht eine Waffe? Nicht zwingend. Sie haben damit wohl das Licht am Leben gehalten. Eins ist noch versiegelt. Meinst du, es könnte explodieren? In so einem Tank? Sicher. Versuchen wir es an der Tür. Wirklich? Diese Mauern haben lang genug gehalten. Aber... Weißt du, ich habe schon so einiges in die Luft gejagt. Und los. Entdeckung. Amicia, du übernimmst die Zündung. Sind wir weit genug weg? Ja, einfach den Kopf unten lassen. Hat geklappt. Das war laut. Siehst du? Sie halten. Los, alles wird gut. Die Tür ist hinüber. Sehen wir uns um.